Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Vorige Folge haben wir es in der Faunstation auf Etage 1 geschafft, also aus dem Erdgeschoss hoch. Und dann habe ich aber gesagt, sind wir hier eigentlich fertig? Ja, oder? Doch, genau. Ja, mal gucken, was uns erwarten wird. 2 Batterien habe ich noch. Da müssen wir lang. Natürlich nicht geil, aber... Warum machst du mir denn nicht die Tür auf? Ach nee, das ist ja kaputt. Okay. Hey, warte mal. Treppenhaus ist hier. Nötige einen Schlüssel. Wo der wohl ist. 100 Pro hinter irgendeinem Verrückten. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Nice. Und hier gibt es nichts, wo ich mich verstecken kann. Fuck. Okay, hier ist viel am Knarren. Wer wird denn hier wohl sein? Okay. Batterien oder so? Nein? Ja, dann gehen wir rein. Ah, Mann, ey. Drei Sicherungen benötigt. Drei Sicherungen anmachen. Okay. Also müssen 3 Sicherungen anmachen. Damit wir hier in den Schlüssel kommen. Damit wir ins nächste Geschoss können. Rüber können. Ja. Das wird der nächste komplette Abschnitt sein. Paket. Speichert. Ja, was auch sonst. So, hier haben wir 2 Schränke, in die wir uns verstecken können. Oh, so ein Dreck. Okay. Ey, ich hab halt so keinen Bock. Ich weiß halt nicht, wer jetzt auf mich zukommt. Welcher neue Verrückte. Ah, Mann. Ist ein guter Punkt zu sagen, dass ich lieber Enderal spielen würde. Ich hätte, glaube ich, auch mal reingeguckt. Ich meine, ich müsste so bei um die 60% sein. Fuck. Da ist eine Batterie zu Füßen. Okay. Zum Verstecken. Hier kann man rüber. Treppenhaus. Wird zu sein. Pray for Revelation. Oh nein.
Really? Da ist die Sicherung. Nope. 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 Wir gehen hier rüber. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, aber... Mal gucken. Fucking hell. Also der verfolgt mich auch. Was ein Schmutz. Geht er jetzt zurück oder kommt er weiter? Das Ding ist, wenn ich hier in Sicherheit bin, dann kann ich theoretisch versuchen, die zu outrunnen. Und man sieht ja echt viel. Ist hier irgendwo was, wo man was sehen kann? Da oder so? Hier? Ja, hier. Also, zurück hier. Hier sieht man wenigstens was. So, nochmal brainstormen hier. Also, brainstorming jetzt. Ich renne darüber. Die wollen mich ja kaputt schlagen, ne? Ich renne einfach die ganze Zeit vor denen weg und schnapp mir die Sicherung. Problem ist, wenn ich die Sicherung schnappe, da greift der zu, der werden die mich hauen. Ob der eine jetzt wieder zurück in seinem Gang ist? Ist halt auch so eine Frage, ne? Wo muss ich denn lang? Muss ich hier lang? Ja, genau, hier musste ich lang. So. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Da wer? Das Ding ist, ich weiß nicht, ob da einer läuft. Ja, da läuft einer. Ich hab mich nicht verhört. Was? Ich dachte, es wäre jetzt das Wassertropfen. Jetzt ist so die Frage, was machen wir jetzt? Erstmal nachladen. So. Joggt er jetzt die ganze Zeit den Gang entlang? Das ist kacke, das wird... Ja gut, komm. Ich versuch's jetzt. Sobald wir den hören... Läuft denn am Hintergrund? Läuft er jetzt gerade wieder? Ja, jetzt läuft er. Habt ihr ihn gehört? Ich hab ihn gerade da gehört.
Das Gute ist, man kann natürlich aus dem Schrank hier bemerkenswert viel sehen. Alter, atme mal leise. Ich versuche den zu hören. Ist er genau neben mir jetzt die ganze Zeit? Da höre ich auf jeden Fall die Schritte. Oh. So, jetzt ist er da vorne. Er guckt da durch. Guckt durch den anderen durch. Aber wann rennt er denn wieder zurück? Gar nicht? Kann ja nicht sein. Ja, jetzt, wo ich es ausmache, muss natürlich alles knistern. So, jetzt läuft er wieder zurück. Also wir müssen viel rennen. Ja. Ich hatte mir das Spiel kürzer vorgestellt. Jetzt schon bei 11 Minuten. Drauf geschissen. Der rennt mir gerade auf mich zu, glaube ich. Vorne hin. Komm schon. Ja, jetzt müssen die wieder da hinten Krach machen, ne? Invite the War Rider. Fucking hell. Sicherung. Aber wo ist denn die letzte Sicherung? Wir brauchen noch 3. Hä? Hä? Okay, der wird jetzt gleich hier reinkommen. Au! Okay. Fucking hell, wo ist die dritte Sicherung? Verstehe ich absolut nicht. So.
Junge, ist der schnell. Ich kann nicht weiter. Jetzt wieder. So, hier müsste der eigentlich nicht weiterkommen. Wenn doch, bin ich am Arsch. So. Wir haben eine Sicherung. Wir brauchen drei. Wo höre ich den denn jetzt? Also ich mag die Frauenstation nicht. Nicht zu ungut. Ich finde die doof. Ist das Wasser? Ah ja, ist Wasser. So. Jetzt müssen wir warten, bis Kollege Schmarsch schon mit seinen Sprints halt wieder fertig ist, ne? Also ich finde schon mal gut, dass wir eine Sicherung haben. Blöd, dass es, dass wir drei brauchen. Zwei wären geiler, weil die zweite hatte ich gesehen. Vermutlich. So meine Überlegung. Vermutlich. Ist hinter dem einen Raum noch ein zweiter? Boah, keine Ahnung. Da ist er wieder. Aber hier könnte der mich sehen. Mach's mal so. Ach, guck mal, da kann man ein bisschen was sehen, das ist gut. Sieht man den, wenn der reinläuft von hier? Seht ihr doch auch da in der Mitte diesen kleinen Lichtfleck. Einen kleinen Lichtfleck. Ich mach das jetzt mal anders. Ich habe meistens immer versucht zu lauschen. Jetzt sehen wir was. Also eigentlich hatte ich ja... Oh. Na, kommt rein. Wusste, das waren noch zwei aus. Oder das waren seine beiden Beine. Okay. Gehen da jetzt wohl? Komm schon. Mann, das ist... Die spannen aber auch auf Voltage. So, jetzt ist er raus. Jetzt rennt er wieder in den Gang. Nee, er war schon direkt wieder ein Schritt. Meine Überlegung ist, also... Ich werde nach dieser Folge mal gucken, wie so der Fortschritt ist. Wenn mir das zu wenig ist, also dann kann es sein, dass erstmal Enderal abgeloadet wird. Denn man muss ja auch gucken, wo auf welchen Videos so die passende Frequenz ist. Oder die auch gern geguckt werden und ja, Enderal macht mir auch mehr Spaß. I chicken out, I know. Maybe. Wir will sehen. Wir werden sehen. Ich hätte den Moment nutzen sollen, um rüber zu springen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre es zu spät. Dieser Punkt, seht ihr ihn in der Mitte? Genau da verweilen meine Augen. In halbwacher Straße. Warten auf die Schritte. Wie viele Hiebe konnte man nochmal von denen aushalten? Waren das vier, dass man im Eimer war?
Also ich glaube, der fünfte, der macht einen Eimer. So war das, meine ich. Weil der eine hat einen Hackeball, das könnte natürlich auch mehr Schaden machen, ne? Der uns jetzt einmal getroffen hat, der hatte, meine ich, nicht eine Machete, sondern ein Brecheisen. Oder so eine Rohrstange. Der eine in dem Raum, der hatte, meine ich, einen Hackeball. So, jetzt kommt er wieder. Rein. Das sind 100 pro 2. Hä? Wo sind die? So. Halte jetzt die Kamera drauf. Halte noch, bitte. Bitte halte noch. Komm schon. Nein, nicht ausgehen. Bleib an. Eins. Es ist und bleibt einer. So, einmal hier rein. Slow progress is better than no progress. So, ich meine jetzt, dass wir da unten bei dem kleinen, links, links oder rechts, je nachdem, wenn man drauf achtet, von meinem Blickpunkt, da wird man sehen, wann er langläuft. Was auch immer das für ein schallerndes Geräusch ist, es geht auf dem Zeiger. Meine Herren. So, da hören wir ihn wieder. Taps, 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 taps. Man kann natürlich auch sich im Gang verstecken unter den, ja, aber das ist, nee. Meine Überlegung war jetzt gerade, dass man vielleicht nochmal sich in Gang legt, da unter die Betten, um nochmal ein bisschen zu spyen. Aber ich spy ja jetzt schon. Also spyen im Sinne von, also beobachten. Ich beobachte ja gefühlt schon sehr viel. Ja? Also ich beobachte wirklich unnormal viel. War da jemand? Nee, da kommt er jetzt. So, Kaffee ist alle. Aber ich habe noch ein halbes Glas Cola hier. So. Dann machen wir jetzt. Ich habe einfach nur meine Maus bewegt vorhin. Ich weiß auch gar nicht, was der alles in dem Raum die ganze Zeit macht. Hier hin. So. Da, wo der Dude mit dem Hackeball ist, das wird nicht geil. Das wird gar nicht geil. Der wird 100% uns zacken wollen. Wieso hast du mich jetzt hier gesehen? Aua! Lass uns spielen, nur du und ich. Hab ich was gegen. Aber genau hier bricht er ab. Okay. Ein schöner Plan.
bin ich denn jetzt? Ah ja, hier. Ein schöner Plan war für die Tonne. Aber ich meine, auf der anderen Seite hier, ich springe ja immer durch das eine Fenster. Ich meine, auf der anderen Seite ist auch ein Fenster. Willst du mal warten, ob der jetzt hier rüber kommt oder nicht? Warten wir oder laufen? Ach komm, wir laufen einfach. Hört man ihn? Sind das Schritte? Ja. Und das ist der Schatten, der immer nachzieht. Mhm. So. Er muss jetzt nochmal da raus. Er will auf der anderen Seite gucken. Boah, es wäre... Ja, es wird das Spiel ein bisschen kaputt machen, aber wenn man sich wehren könnte, ne? So, man holt sich eine Rohrstange und haut ihm einfach zurück auf den Döns. Weil es wird den Sinn des Spiels zerstören. Genau, hier geht's nämlich auch lang. Boah, ich hoffe, hier ist... Ah, hier wird 100% aus dem Arsch sein. Dammit. Ja klar, was auch sonst. Oh, diese Fanatiker. Drive in the... The Nails. Ja. Ich glaube, der geht hier drunter. Ich glaube, der geht hier rein. Also eine Batterie habe ich nicht gefunden, aber... Ah, da guck mal, da ist so ein Dingen. Okay. Ich bin neugierig. Rohrstange. Habe ich richtig gedacht. Richtig überlegt. Er mag also Spiele. Weißt du, was ein gutes Spiel ist? Domino. Oder? Das kann er auch alleine spielen. Kann man doch, oder? War doch so. Ne, warte mal. Ist ja gar nicht der Sinn. Was kann man denn alleine spielen? Ja, Solitär. Soll er doch einfach Solitär spielen. Okay, zweite Sicherung haben wir. Wir können auch einfach reinhauen. Fucking hell. Bin ich hier richtig? Ja. Ich höre ihn.
So, Kollege Hackeball, hier bin ich. Ich renne den 100 Pfund in der Arme. Oder auch nicht. Okay. Ich dachte, der wird jetzt sofort hier. Aber der hat sich erst aufgeregt, als ich das Ding genommen habe. Okay, er hat gespeichert. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, eigentlich hier Feierabend zu machen. Denn wir haben so genau die 30 Minuten getroffen. Und ich gucke jetzt, wie gesagt, mal, wie der Fortschritt so ist. Und hier ist voll dunkel. Schreibt mir mal vielleicht unter diese Folge, wie ihr so das seht. Also, wir sind ja immer momentan noch bei zwei Projekten, zweieinhalb, drei circa. Und eigentlich wird Enderal sich ja auch gerne gewünscht. Ich denke, ich werde demnächst mal einfach mal eine Folge hochladen. Und dann kann man ja immer noch sehen. Ja? Also erstmal schönes Wochenende. Haut rein. Tschüss.